Moin Moin, mein Name ist Paddy und ich heiße euch herzlich willkommen hier bei Game Testicle HD. Heute geht's hier weiter mit MLB 15 The Show und dem Road to the Show Modus mit unserem Leftfielder Brandon Garcia. Ja, wir sehen hier die Stats von Garcia. Wir sind ja mittlerweile bei den Atlanta Braves in der MLB. Und 5 Spiele haben wir absolviert, 17 Mal waren wir am Schlagmal und leider bisher nur ein Average von 176, also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wir merken, unsere Pitcher jetzt sind MLB-Pitcher und eben nicht mehr in der AA-Liga. 3 Hits konnten wir machen bisher, leider nur dafür schon 2 RBIs, 2 Walks konnten wir auch schon uns erarbeiten sozusagen, leider schon auch ein Error in der Defense, aber naja, kann man nichts machen. Wir gehen nochmal in die Trainingspunkte und erhöhen hier nochmal in der Verteidigung eben, was kostet, oh, Fielding ist schon teuer, nehme ich mal ein bisschen Reaktion hier noch hinzu, obern wir mal da noch ein paar Punkte und dann gehen wir hier in das Spiel gegen die Washington Nationals und wir sehen hier, wo schlagen wir an welcher Stelle, immer noch 7. hier in der Rotation oder in der Pitching Order. Und hier sehen wir die Stats von den Atlanta Braves die Saison. Sind wir nur 25. was den Average im Batting angeht. Pitching ist ganz okay. 9., 2., 9. und 8. Wir sehen hier Home Runs haben die Nationals erst 50 zugelassen. Da sind sie Rang 1. Aber unser Problem hier ist eben das Batting. Da sind wir Rang 25. Also alles in den 20ern hier nur. Beim Schlagen also, das ist hier nicht die Stärke von den Atlanta Braves und eigentlich erhoffen sie sich wahrscheinlich durch einen guten Leftfielder, wie wir es in der AA-Liga sind, da eben jetzt einen Boost, um da etwas besser abzuschneiden. Aber, wie ich es eben schon mal erwähnte, unsere Pitcher sind halt jetzt keine AA, also Drittliga-Pitcher mehr, sondern wir spielen jetzt hier in der höchsten Spielklasse und da haben die natürlich schon den ein oder anderen Pitch parat. Dem müssen wir uns anpassen, um möglichst zu alter Leistung zurückzufinden. Über 200 sollte der Average schon sein hier, dafür, dass wir in der Verteidigung ja jetzt nicht immer glänzen. Hoffen wir, dass es jetzt hier irgendwie gelingt, dass wir hier gut stehen. So, ah, den holt sich wahrscheinlich der Shortstop, so sieht's aus. Da können wir zumindest schon mal nichts falsch machen, das Inning ist hier beendet. Und bei 2:0 steht es jetzt hier. Unsere Mannschaft hat hier 2 Punkte gemacht und wir kommen in einer ganz guten Position hier ans Schlagmal. Die Bases sind besetzt auf 2 und 3. Also mit einem simplen Base-Hit machen wir hier definitiv einen Punkt. Und das ist jetzt hier unser Ziel. Ja, der ging eigentlich außerhalb, aber ich habe da mal früh abgezogen. Timing war gut, aber Garcia trifft ihn nicht richtig. Und so erster Strike. So, diesmal lassen wir den Ball hier durch zum ersten Ball. Ausgeglichen bisher also. Ah, da sind wir spät dran und deswegen geht er da auf die Tribüne. Er geht in die Zone, aber wir sind einfach zu spät, was den Schwung angeht. Und so leider der zweite Strike hier. Diesmal platziert er ihn wieder außerhalb. Duck Fister, aber er kann uns hier nicht locken. 2:2. Ach, da gibt es den Strikeout. Ich schlag da. Ich weiß nicht, ob es ein Curveball war. Auf jeden Fall sinkt der Ball im letzten Moment nach unten. Und wir schlagen über den Ball hinweg. Und deswegen gibt es hier das Strikeout für uns. Ärgerliche Situation hier. Mit Duck Fister jetzt am Schlagmal, der Pitcher. Wir sehen es, hat einen 138er Average. Das ist richtig stark für einen Pitcher. Ja, hoffen wir jetzt, dass er uns hier keinen Ball um die Ohren haut. Und dass wir hier den irgendwie out machen. Oh, der geht aber weit, oder? Da kommen wir da noch hin? Ja, den haben wir diesmal. Kein Error hier. Richtig stark von Brandon Garcia. Musste ja noch übergreifen, aber hat sich den Ball hier aus der Luft geholt. Und so konnten wir das Out machen und bleiben 2:1 in Führung. So, das nächste Mal ist hier gefragt gegen Wilson Ramos. Wir warten hier wieder gespannt im Outfield. Stadion ist voll. Oh, diesmal geht er tief.
Ja, unsere Würfe sind natürlich hier alles andere als gut. Deswegen gibt es hier die Punkte. Und den hätten wir auch nicht zur Homebase zurückbekommen. 2:2 der Ausgleich. Und jetzt Kevin Franzen, der Second Baseman der Nationals, hat hier schon einen Hit in diesem Spiel. Versucht sich also jetzt hier zum zweiten Mal im vierten Inning. Ausgeglichen bisher das Spiel. Oh, da laufen wir zuerst in die falsche Richtung, aber wir können hier jetzt stehen bleiben. Und hier hat Garcia den Ball dann sicher. Also da muss man uns nicht viel bewegen. Und erneut sind wir gefragt in der Defensive. Ich weiß nicht, ob sie uns hier als Schwachstelle ausgemacht haben, aber die ballern die Bälle in unsere Richtung. Diesmal wieder flach. Der Third Baseman ist da, wirft das Ding zur ersten und dann gibt es den Out. Wir nähern uns ja auch langsam dem Release von MLB 16, The Show. Kommt ja immer Ende März raus. Anfang April, immer dann, wenn die Baseball-Saison auch beginnt. Aber das Gute ist ja, dass wir auch in das neue Spiel eben diesen Speicherstand wieder mitnehmen können. Oder was heißt wieder? Also wir können den Speicherstand mitnehmen ins neue Spiel. Ich hatte das letztes Jahr auch auf meinem alten Kanal. Und den werden wir jetzt hier auch mitnehmen. Und dann können wir eben die Karriere von Brandon Garcia auch im neuen Spiel weiterspielen. Das ist eine sehr gute Neuerung, wie ich finde, wie sie bei MLB 15 The Show eingeführt haben. Weil so Baseball-Saisons ja doch sehr lange gehen. Und auf jeden Fall hilft uns das hier für unsere... Ach, da kam schon wieder der Curveball. Zum zweiten Mal hintereinander macht er mich hier mit dem Curveball out. Ach, das ist so ein langsamer Pitch und im letzten Moment sinkt der halt ab. Man muss ihn halt erkennen. Wenn man ihn erkennt, dann kann man ihn auch gut treffen. Wenn man ihn nicht erkennt, so wie hier, dann sieht das halt so aus und wir kriegen zweimal das Strikeout. Solche Curveballs haben die halt in der Double-A-Liga überhaupt nicht gespielt. Deswegen muss man uns damit überhaupt nicht auseinandersetzen. Aber hier ist das jetzt schon was anderes. So, fünftes Inning, Spiel immer noch ausgeglichen. Renton jetzt am Schlag mal. Oh, kommen wir da hin, kommen wir da hin. Da müssen wir uns strecken. Nein, da kommen wir nicht hin. Aber ich glaube, es war kein Error, weil wir waren einfach nicht schnell genug da und dann ist es kein Error. Oh, jetzt Bryce Harper. Bryce Harper, der geht auch mal gern für den langen Ball. Der First Baseman. Da können wir eigentlich schon mal einen Schritt zurück machen. Und da fliegt der Ball. Ich hoffe, wir kommen hin. Ja, das sieht ganz okay aus. Wir haben ihn. Da waren noch einige Meter Platz zum Zaun. So, wir sind wieder am Schlag mal. Aber immer noch alles ausgeglichen. Vielleicht jetzt endlich mal einen Base-Hit hier. Also wesentlich schwerer in der MLB. Ah, da war das Timing gut. Alles war gut, aber... Wir kriegen ihn trotzdem nicht ins Feld. Ja gut, der war natürlich auf den Fußboden hier. Der war nicht schwierig zu erkennen. Sonne ist jetzt bald untergegangen. Der Wind frischt auf. Und wir verursachen ein Double Play. Na super. Das scheint hier noch nicht die, ja, das Spiel für Brandon Garcia zu sein. Er konnte die Leistung, die hervorragende Leistung aus der AA-Liga bisher noch nicht in der MLB zeigen. Noch ist das kein Problem. Ich denke, noch haben die Nachsehen mit uns. Aber wir müssen uns da definitiv steigern. Gerade was den Average betrifft. Also über 200 sollten wir irgendwie schon kommen. Oh, jetzt sind die Bases voll hier. Jetzt wird es auf jeden Fall Punkte geben für die Nationals. Ja, selbst wenn wir den hier eben... fangen, wird irgendeiner nach Hause laufen. Und wir sehen es hier, mein Wurfarm reicht einfach nicht schnell genug, um bis zur ersten Base zu kommen. Also bis zur Homebase meine ich. Und deswegen kommt da einer nach Hause und es steht 3:2 für die Nationals. Oh, wir haben ausgeglichen 5:5 insgesamt. Also noch einige Punkte gefallen. Achtes Inning sind wir. Brandon Garcia wieder am Schlagmarmel mit der Möglichkeit, hier jetzt irgendwann was zu reißen. So, der Change-Up geht schon mal außerhalb. 1:0.
Ach, da waren wir zu spät und deswegen geht er hinten auf die Tribüne. Der Cutter ging aber genau in die Mitte, nur etwas spät geschwungen von mir. So, das war so ein Curveball, diesen habe ich diesmal erkannt, aber der war auch außerhalb der Zone. Wenn so einer mitten in die Zone fällt, ist es auch ein Homerun-Ball. Ach, etwas früh jetzt. Die fallen natürlich, fliegen natürlich langsamer, die Curveballs. So, Full Count, 3-2. Komm, wenigstens einen Walk, wenn ich schon keinen Hit schaffe. Ja, und wieder in die Hände des Shortstop. Ah, so eine Phase hatten wir auch, als wir in der Double-A-Liga gespielt haben. Spieler über Spiele, wo wir einfach Pech in Folge hatten. Und irgendwann waren wir dann auf so einem Winning-Streak, wo einfach alles ging. Oh, Yunel Escobar hier bei den Nationals unterwegs. Wird eingewechselt. Und jetzt sind wir schon in den Zusatz-Innings. Zwei Outs haben wir im 10. Wir müssen jetzt das dritte hier machen, sonst wird's bitter. Oh, wo fliegt der Ball? Oh, der geht lang, der geht lang. Aber wir haben ihn. Wir haben den Ball und halten somit die Möglichkeit für einen Sieg am Leben. 11. Inning. Brandon Garcia wieder da. Jetzt einen Home Run. Das wäre doch geil. Jetzt hier erster Home Run zum Walk-Off-Sieg. Weil der Gegner war schon dran im 11. Inning. Heißt, wenn wir jetzt einen Punkt machen, ist das Ding durch. Och, da schwingen wir zu früh. Kommt da so ein langsames Ding reingeflogen. So, der ging außerhalb. Ach, wäre das geil. Ja, ich weiß nicht genau, was ich da gedacht habe, aber schwingen wollte ich da nicht. Ach, und wieder ein Out hier. Wieder ein Out für Garcia. Also es läuft einfach nicht. Es läuft einfach nicht hier gerade. Aber erneut die Chance im 14. Inning. Also das ist ein unendliches Spiel hier. Wir sind im 14. Inning mittlerweile. 5. Zusatzinning. Gleiche Situation. Der Gegner fängt mit einem tiefen Fastball an. Neuer Pitcher auch hier am Start. Und der geht ins Feld wenigstens mal. Wir sind hier auf der ersten Base. Der Ball ist im Feld. Also, wenigstens der Base-Hit hier. Das ist doch mal ein Anfang gewesen. Keiner noch bisher out in dem Inning. Also jetzt auch die Möglichkeit hier, die eventuellen Base-Steal anzusetzen. Dann wären wir in Scoring-Position und könnten mit einem guten Base-Hit das Spiel entscheiden. Das weiß natürlich hier auch der Gegner. Und wir... Entschuldigung. Oh, wo geht der hin? Wo geht der hin? Was macht der Ball da hinten? Oh, er wird gefangen. Wir müssen zurück. Wir haben noch keinen Steal in der MLB. Ich weiß auch nicht, ob ich mich das trauen soll. Weil noch bleibt... Oh, Michael Cohn. Der Pitcher ist natürlich auch nicht die beste Wahl jetzt hier fürs Schlagen. Ich denke, wenn wir zwei Outs haben, dann werde ich den Base-Steal ansetzen. Ja, das war auch mal ein ganz schlechter Bunt hier. Der wird einfach mal eiskalt aus der Luft gefangen. Also das, so sollte man auch nicht bunten. Ich versuche es jetzt hier einfach mit dem Steal. Oh, einfach mal losgehen hier. Wir ziehen einfach durch. Jetzt ziehen wir ganz durch. Ja, richtig. Da zahlt sich der Base Steal aus. Und jetzt holen wir hier den Sieg für unser Team. Jawoll. Ja, wollten wir eigentlich stealen. Er macht gleichzeitig den Hit. Und wir kommen hier nach Hause zum Game Winner. Da konnten wir den Vorsprung nutzen, den wir durch den Base-Steal hatten und dann einfach durchziehen hier. Da sehen wir es, als er auf den Ball trifft, sind wir schon quasi halb an der zweiten Base. Und dann fällt er natürlich genau da hinten in die Lücke rein und wir können einfach hier durchziehen und uns den Sieg abholen.
Also, viel haben wir nicht dazu beigetragen, aber in der entscheidenden Situation waren wir hier mit zur Stelle, haben es auf die Base geschafft und dann gutes Base Running hier von Brandon Garcia. Wir sehen uns im nächsten Spiel gleich wieder. So, ein weiteres Spiel gegen die Washington Nationals steht an. Diesmal spielen wir aber hier zu Hause im Turner Field. Wir sehen, es noch nicht ganz ausverkauft. Im Oberrang sind noch ein paar Lücken zu sehen. Ich hoffe, dass die sich gleich noch schließen werden. Und unser Pitcher hier ist heute Miller. Und wir hoffen, dass wir dann hier gegen Gio Gonzalez gewinnen werden. Wir sehen, der ERA unseres Pitchers ist etwas besser. Aber Statistiken hin oder her, zählen tut es dann jetzt hier auf dem Platz. Brandon Garcia kommt rein, heute mal nicht als siebter Schlagmann, sondern etwas früher schon am Start. Im letzten Spiel ja einen richtig guten Hit gemacht gegen Ende. Mal schauen, wie es jetzt läuft. Oh, da gibt es schon mal einen Base-Deal. Der ist safe, wir lassen den Ball da durch, weil der Kollege die Base klaut. Und da wollen wir nicht einen Foulball riskieren. Wir sehen hier relativ guten Jump gehabt. Und dann aber eigentlich auch relativ sicher safe hier. Also er liegt ja schon auf der Base, bis der Ball überhaupt da ist. War zusätzlich auch noch ein Ball. Also schauen wir mal weiter. So, das gibt einen Strike. 1:1 der Count. Ah, jetzt waren wir etwas zu spät hier dran. Der Ball ging genau in die Mitte, aber leider zu spät, mein Schwung. 1:2 also. So, der Curveball, da versuchen sie es wieder, aber der war halt weit außerhalb. Von dem habe ich mich jetzt mal nicht verarschen lassen. Trotzdem bleibt spannend. Ausgeglichener Count, 2:2. Und den, ach nein, den kriegen wir da nicht am First Baseman vorbei. Da macht er einen Diving Play. Etwas früh da beim Schwung, aber trotzdem den Curveball diesmal gut getroffen. Und wenn der am First Baseman vorbeikommt, dann geht der die Linie entlang. Und dann haben wir, wenn ein Double, denke ich, haben wir da, klar. Weil der Outfielder kommt da nicht schnell genug hin. Und dann hätten wir ein Double. So, 0-0 steht's im dritten Inning. Wir sind defensiv hier wieder gefragt. Wir eilen zurück. Und stehen gut, haben den Ball gefangen. Und weiter geht's hier. Wir simulieren 1-0 Führung für unsere Braves. Wir sind wieder am Schlagmal. Ja, der S-Average muss nach oben gehen. Wir haben einen Kollegen auf der zweiten Base. Also wäre schon mal gut, wenn es kein Strikeout gibt. Und diesmal, ach das... Diesmal gibt es den Curveball direkt in die Mitte und wir platzieren den mal wieder schön in Richtung des Shortstops. Also, leichte Verzweiflung macht sich breit. Wir treffen dann wieder ordentlich. Aber so einen Scheiß-Streak hatten wir echt auch in der AA-Liga. Alle, die uns hier regelmäßig verfolgen, wissen das. Und da hoffe ich einfach, dass es irgendwann auch mal zu Ende geht und wir dann wieder auch Glück haben und die Dinger einfach mal ins Feld gehen. Aber jetzt zum Beispiel wäre doch mal eine gute Situation. Sechstes Inning, zwei Leute auf den Bases, 2-0 Führung, keiner out. So, jetzt irgendwie den Ball ins Spielfeld. Brandon Garcia. Ah, zu spät hier beim Schwung. Deswegen nicht gut getroffen. Und der geht so gerade an die Kante da unten. Ach, Mann. 0-2 jetzt direkt mal am Start hier. Ja, und dann versucht er uns mit dem Slider hier abzuwerfen. Ja, ein bisschen was haben wir auch schon gelernt. Naja, wieder Double Play gefangen. Ach, echt. Brandon Garcia ist im Moment mehr... Es schadet irgendwie mehr dem Team, als er hier irgendwas nützt. Also ich hoffe nur, der andere Mann, der da auf der Position spielt, ist mindestens genauso schlecht. Also was das Betting gerade angeht, ist ja richtig übel, was Garcia hier präsentiert. Die Dinger rollen allesamt einfach immer.
in Verteidigerhand. Wenigstens läuft es dann defensiv halbwegs. Nate McLeod jetzt, Left Fielder bei den Nationals. Wir verteidigen draußen weiterhin die 0-2-Führung. So, hier müssen wir nur kurz rüber und dann haben wir das Ding hoffentlich. So sieht es aus. Inning vorbei. 3-0-Führung mittlerweile. Ich überlege jetzt hier einfach mal nur noch stur zu banden, um den hier rüber zu banden. Das mache ich jetzt auch. Einfach den Schläger quer halten, den Ball abtropfen lassen. Versuchen wir es einfach mal, weil schlagen bringt der heute nicht viel. Ja, und nicht mal den Bunt trifft er hier. Damit gibt es den ersten Strike. Versuch's nochmal. Ja, super. Nicht mal das klappt. Nichts klappt hier heute. Das ist ja echt ein Tag zum Vergessen für den Garcia. 0-2 direkt dann, natürlich. Na gut, den platziert er wieder mehr als deutlich außerhalb. Aber vielleicht geht noch was. Ja, der wird zu hoch sein. Den löffelt er da hinten schön in Richtung Left Fielder. Der hat damit mal überhaupt keine Probleme. Also wir müssen hier wohl die nächsten Trainingspunkte erstmal in Betting investieren. Da geht ja gar nicht zusammen heute. So, wir verteidigen jetzt die Führung. 3-0, keine Out im 9. Aber sieht gut aus bisher für unser Team. Zumindest seitdem wir da sind, hoffentlich, dass wir jetzt einfach vielleicht alles gewinnen, auch wenn wir nicht dran schuld sind, aber ist ja nicht so schlimm. Heute sieht's gut aus hier, auch im zweiten Spiel. Sieht es so aus, als würden wir die Nationals schlagen und genauso kommt es. 3-0 gewinnen wir hier mit unseren Braves. Und ein Spiel zeigen wir noch, also bis gleich. Dieses Mal wieder Heimspiel für unsere Braves und heute sind der Gegner hier die Philadelphia Phillies. Wir sehen, die sind mindestens genauso schlecht wie wir, wenn nicht sogar noch eine Ecke drunter, aber gut, bei 3 Spielen. Unterschied eher vergleichbar. Da hoffen wir jetzt, dass wir auch hier mit einem Sieg aus diesem Spiel gehen und hoffentlich Brandon Garcia eine etwas bessere Leistung zeigt, als er es in den 2 vorangegangenen Spielen getan hat. Aaron Herring und Mike Folitnewitzki sind hier die Pitcher und wir hoffen, dass wir heute echt hier einen guten Tag haben. Brandon Garcia kommt an Schlag mal, die Philadelphia Phillies führen schon mit einem Punkt. Wir haben hier einen Mitspieler auf der Base, aber schon wieder 2 Outs im ersten Inning, also ähnlich dem letzten Spiel. Und jetzt Konzentration. Der erste Ball hier. So geht es doch schon mal gut los. Und der zweite auch zu hoch, also zweiter Ball. Kann nur gut für uns sein. Und der geht wohin? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Immer ist noch wer dran. Man nennt uns auch schon No-Hit Brandon. So, der Third Baseman ist da. Alles kein Problem. Wir simulieren und 2-0 die Führung und Xavier Paul am Schlag mal für die Phillies. Also sieht nicht gut aus hier in dem Spiel für unser Team. Für uns sowieso nicht, aber unser Team scheint jetzt auch Probleme zu haben. Der wird lang und länger und ja, der wird runterfallen. Können ihn nur noch aufnehmen und ihn zurückwerfen. Es gibt die nächsten Punkte für die Phillies, weil der Ball nicht schnell genug zurück ist. Da konnte man nicht viel machen außer laufen. 4-0 also insgesamt die Führung und No-Hit Brandon kommt wieder ans Schlagmal. Vielleicht reicht es ja diesmal zu irgendwas. Erster Change-Up geht nach links raus. Und der geht irgendwo in die Höhe, aber zum Glück außerhalb des Spielfeldes. Heißt, keiner kann mehr ran. Bei dem einen zu spät, bei denen sind wir zu früh.
Und schon haben wir wieder zwei Strikes auf dem Konto. Und wo geht der hin? Wo geht der? Ah, der geht, der driftet auch ab. Der driftet ab. Und so. Ein Foulball. Den feuert er in den Boden. 2 zu 2 im Count. Ah, den hätte ich nicht nehmen müssen. Der wäre links vorbeigegangen. Aber okay. Nichts passiert. Immer noch 2-2. Und der geht mal wieder irgendwo nach oben, anstatt ins Feld. Einfach hier der Left Fielder. Es will einfach nicht funktionieren in der MLB. Wieder Javier oder Xavier Paul. Wahrscheinlich eher Xavier. Diesmal hier der Ball über den Boden. Ich werfe hier einfach zum Third Baseman diesmal. Weil der Typ eh schon an der zweiten Base war. Wir sehen, unser ganzes Team hat gerade mal 2 Hits auf dem Konto. Der Gegner schon 11 und führt 7-0. Also das Spiel scheint durch zu sein. Da rechne ich nicht mehr mit viel. Ja, und selbst den kriegen wir hier nicht. War zum Glück nur ein Foulball. Aber wir kommen da nicht schnell genug raus. 7. Inning, wir sind wieder am Start. Wir können nur weiter hoffen, dass irgendwann jetzt mal der Knoten platzt. Irgendwann muss es ja mal soweit sein. Wenigstens haben wir im ersten Spiel einen Hit gelandet. Der zum Glück auch halbwegs wichtig war. Das könnte diese Folge hier so ein bisschen retten. Nur ein Home Run wäre vielleicht noch ein Retter der Folge hier. Weil ansonsten war es echt eine bittere Folge für Garcia. Ich glaube, wir sind jetzt zum letzten Mal hier am Schlagmal. Und wenigstens einen Base-Hit hier. Halleluja, wir kriegen irgendwie den Ball mal ins Feld und können hier ein bisschen was an unseren Stats tun. Ah, das war aber auch mal wichtig jetzt. Und jetzt mal schauen, ob unser Team hier irgendwas noch reißen kann, aber 7 Punkte Rückstand ist natürlich mal eine Wucht. Das machst du auch nicht mal einfach wett. Da muss jetzt schon einiges kommen und ich zweifle wirklich daran. Aber nichts ist unmöglich. Ach, was mache ich denn hier? Ich reagiere über... Ach, da gucke ich einmal zum Laptop, wie lange die Aufnahme läuft. Und dann kommt er hier mit einem Pick-off-Throw und wir reagieren nicht mal, ey. Das alter Verwalter, ey. Ich guck einmal echt kurz nach rechts und guck wieder... Und ich denke, was passiert da gerade? Oh Gott, ist das schlecht. Da hat er gedacht, da wollte er uns am Base-Steal hindern und wirft den Ball da zum ersten Baseman. Also, das ist ja behindert, sowas von mir. Naja, jetzt habe ich echt Bock, ihm einfach die Base zu klauen mit dem ersten Versuch hier gleich. Ja, okay, mit dem zweiten. Ich habe jetzt noch nicht ganz richtig reagiert. Mache jetzt hier einen Schritt weg von der Base. Und dann klaue ich ihm die Base. Ist mir auch egal hier. So, der reagiert nicht mal, wirft nicht mal. Das hat er sich verdient hier. Und er hätte auch nochmal Bock, die dritte Base zu klauen. Aber muss ja nicht ganz übertreiben. So, wo geht der hin? Der geht ins Feld. Nein, er wird gefangen. Damit ist das Spiel vorbei hier. Am Ende konnte man nochmal 2 Hits machen, aber der Pick-off-Move da, nachdem er zur ersten Base wirft und uns dann out macht, ja, der beschreibt so ein bisschen die ganze Folge. Nicht mittendrin, nur halb dabei irgendwie. Also, die Euphorie schwächt langsam ab hier von Brandon Garcia in der MLB. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und wir müssen uns jetzt hier erstmal ordentlich durchkämpfen, auch wenn wir hier noch der Beste für unser Team waren mit 2 von 4 am Ende. Also insgesamt bin ich natürlich mit dieser Performance in dieser Folge gar nicht zufrieden. Da muss definitiv mehr kommen von unserem Left Fielder. Ich hoffe, euch hat es trotzdem hier wieder gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin hier euer Paddy bei Game Testicle HD. Ciao, Leute.